Der trockene Ententeich. In der Nähe des Bauernhofes gab es einen kleinen Teich. Er war gerade groß genug für eine Entenfamilie und ein paar andere kleine Tiere. Doch an diesem Tag geschah etwas Merkwürdiges. In der Mitte des Teiches begann es zu gurgeln. Und dann floss das Wasser ab. Die Entenmama konnte ihre 5 Küken gerade noch rechtzeitig zurück an Land bringen. Was? Bauer Alfred entdeckte sie erst in letzter Sekunde. Achtung! Er riss das Steuer seines Transporters herum, wich den Enten aus und verlor dabei jede Menge Heuballen von der Ladefläche. Das war gerade noch einmal gut gegangen. Alle gesund und munter? Was ist das für ein Geräusch? Verblüfft schaute er in den leeren Teich. Was ist denn mit dem Ententeich los? Wo ist das Wasser? Da rufe ich gleich die Paw Patrol. Die ließ sich gerade ganz besondere Leckerlis schmecken. Lecker! Na, wie schmeckt euch das Hundeeis? Toll! Ein Hundeeis ist das Beste an so einem heißen Tag. Ins kalte Wasser springen kühlt richtig ab. Los, kommt rein! Gleich neben den Leckerlis stand nämlich ein Planschbecken. Ja! Yippie! Juhu! Nein, danke. Ich bleibe lieber trocken. Nur der wasserscheue Rocky verzichtete. Das ist so toll! Ja, pfotenstark! Rocky, spring rein! Es macht Spaß! Marshall drehte sich zu seinem Freund um, als der auch schon von den Wasserdüsen getroffen wurde. Igitt! Ich finde es einfach nur nass. Ups. Ryder griff nach seinem Pawpad. Hallo, Bauer Alfred. Ryder, die Enten haben ein Problem. Das Wasser aus dem Teich ist verschwunden. Die Entenmama und ihre Küken können sich nicht abkühlen. Und mir sind die Heuballen vom Transporter gefallen. Das kriegen wir schon wieder hin. Kein Teich zu leer, keine Pfote zu klein. Paw Patrol zur Zentrale. Ryder braucht uns! Die Fellfreunde hüpften aus dem Planschbecken und stürmten los. So wie auch Rocky und Marshall, der mit seinen Pfoten allerdings im Hundeeis stecken blieb. So behalten wir einen kühlen Hundeeiskopf. Die Türen des Fahrstuhls schlossen sich und als sie oben ankamen, steckten alle Hunde in ihren Einsatzanzügen. Die Helfer auf vier Pfoten sind bereit, Ryder! Danke, dass ihr euch so beeilt habt, Freunde. Das Wasser aus dem Ententeich ist verschwunden. Wir müssen herausfinden, was passiert ist und den Enten helfen, sich abzukühlen. Für diesen Einsatz brauchen wir Zuma. Du musst den Enten unser Planschbecken bringen, damit sie was Schönes zum Schwimmen haben. Achtung, fertig, Enten nass machen! Außerdem brauchen wir Marshall. Du musst mit deinen Wasserdüsen das Becken füllen. Ich bin bereit. Wuh, wuh, Rettungshund. Und Rocky. Du kommst mit deinem Gabelstapler und räumst die Heuballen von der Straße. Rocky rockt. Alles klar. Die Helfer auf vier Pfoten legen los. Die Fahrzeuge der Fellfreunde standen unten in der Garage. Und Zuma, Rocky und Marshall sausten nacheinander die Rutsche hinunter, die genau dorthin führte. Ryder erwartete sie bereits unten auf seinem roten Quad. Und schon konnte es losgehen. Bauer Alfred war sehr erleichtert, als die Helfer auf vier Pfoten angebraust kamen. Ryder, danke, dass ihr so schnell gekommen seid. Aber das machen wir doch gern. Rocky, sammelst du die Heuballen ein? Ja, mach ich. Im Nu lud Rocky einen Heuball nach dem anderen auf die Ladefläche des Transporters. Vielen Dank, Rocky, das ist ganz lieb. Meine hungrigen Kühe warten schon. Kein Problem, sie können im Mu auf den Bauernhof fahren. Zuma dagegen stand ratlos vor dem leeren Teich mit der Entenfamilie. Die armen Entchen, es ist kaum noch Wasser da. Dem Frosch und der Schildkröte ist es auch zu warm. Stellen wir das Planschbecken auf. Das lag in Zumas Luftkissenboot. Planschbecken! Stand im Nu neben dem Teich. Wasserdüsen! Und war im Handumdrehen voll. Los, rein mit euch, das Wasser ist schön kühl. Erleichtert hüpften die Enten, der Frosch und die Schildkröte hinein. Danke, Marshall. Zuma, wir schauen uns den Teich genauer an. Genau in der Mitte des Teiches befand sich ein runder Abfluss, wie in einer Badewanne. Was ist das für ein Geräusch?
Es sieht ganz so aus, als hätte der Teich ein Abflussrohr. Das ist ein Teich, wie ich ihn mag. Ohne Wasser. Aber da spritzte Rocky ein Schwall Wasser genau ins Gesicht. Igitt. Das könnte ein Hinweis gewesen sein. Vielleicht ist noch Wasser in dem Rohr. Ryder, Rocky und Zuma steckten die Köpfe zusammen. Das sieht man nicht. Es ist ganz dunkel da unten. Das war ein Echo. Wenn man ein Echo hört, dann muss es leer sein. Wir müssen was runterschicken, um es uns genauer anzusehen. Ryder zog sein Pawpad aus der Tasche. Spion Chase, wir brauchen dich und deine Flugkamera. Das ist ein Fall für Geheimspion Chase. Es dauerte nicht lange, bis auch Polizeihund Chase zur Stelle war. Wuff, Flugkamera! Die Kamera hob ab, steuerte genau auf das Abflussrohr zu und verschwand darin. Okay, bin gespannt, was es zu sehen gibt. Die Paw Patrol verfolgte den Flug der Kamera auf einem Bildschirm am Polizeiauto. Das Rohr wird so breit wie ein richtiger Tunnel. Und der verläuft, so wie es aussieht, genau unter der Abenteuerbucht. Nebenan, in der Nachbarstadt, hatte sich Bürgermeister Besserwisser eine große Wasserrutsche gebaut. Sehr gut, Kätzchen, lauft! So schnell wie der Wind! Die Chaoskätzchen hockten in einem Laufrad neben dem Becken und rannten und rannten. Je schneller, desto mehr Wasser wird gepumpt. Und ich brauche viel für die wildeste, nasseste, rutschigste Wasserrutsche aller Zeiten. Also, mehr Wasser, schneller, lauft schneller! Unterdessen sauste die Kamera immer noch durch den langen Tunnel. Wie weit fliegt die Flugkamera denn noch? So weit. Auf einmal ging es nämlich nicht mehr weiter. Sie ist an einer Stelle, wo etwas den Tunnel versperrt. Meinst du, dass darum das Wasser nicht mehr fließt? Wäre möglich. Aber wir müssen selbst nachsehen. Zuma, wir machen eine Fahrt durch den Tunnel. Cool. Zuma und Ryder verloren keine Zeit. Hier ist der Eingang zum Tunnel. Dann mal los. Ryder fuhr auf seinem Quad hinein und Zuma folgte ihm im Luftkissenboot. Die Flugkamera muss hier irgendwo sein. Und wir sind gar nicht weit weg von der Nachbarstadt. Zuma und Ryder fuhren immer tiefer in den Tunnel hinein, bis er plötzlich durch einen Haufen Bretter versperrt war, die festgenagelt worden waren. Irgendjemand wollte, dass das Wasser nicht mehr fließt. Aber wenn das Wasser nicht mehr in den Ententeich fließt, wohin fließt es dann? Diese Frage hätte Bürgermeister Besserwisser leicht beantworten können, der sehr zufrieden mit seinen Kätzchen war. Sehr gut, wie ihr den Tunnel abgesperrt habt. Der Ententeich braucht nicht so dringend Wasser wie meine Rutsche. Der Bürgermeister kletterte die Rutsche hinauf. Schneller laufen, Kätzchen, mehr Wasser! Euer Bürgermeister kann es nicht erwarten, die Rutsche auszuprobieren! Also legten die Chaoskätzchen noch einen Gang zu. Ryder schaute sich unterdessen im Tunnel um. Wenn wir ein paar Bretter abmachen, dann wird das Wasser wieder fließen. Und dann kann sich der Ententeich wieder füllen. Gute Idee, Ryder. Sorgfältig befestigte Ryder zwei Seile an einem der Bretter. Ganz langsam, sonst läuft das ganze Wasser auf einmal raus. Dann legte Zuma den Rückwärtsgang ein. Und los! Das Brett lockerte sich und sofort erschienen die ersten Wassertropfen zwischen den Ritzen. Sehr gut. Und jetzt nichts wie raus, bevor sich der Tunnel füllt. Jaha! Die Entenfamilie, der Frosch und die Schildkröte hatten sich nicht aus dem Planschbecken weggerührt. Es wird alles wieder gut. Ryder sorgt dafür, dass ihr Wasser bekommt. Und das kam schneller zurück, als zumindest Rocky lieb war. Viel zu nass. Der Ententeich füllte sich. Bürgermeister Besserwisser oben auf der Rutsche sprang nun in seinen Schwimmreifen. Die größte Wasserrutsche aller Zeiten ist endlich fertig und sie gehört ganz allein mir. Lauft schneller, meine Kätzchen, ich will noch mehr kühles Wasser. Doch das Becken leerte sich. Kätzchen, was ist passiert? Was habt ihr angestellt? Wo ist mein Wasser? Aber die Kätzchen steckten bereits im Abfluss fest. Oh, sind die süß. Am Teich waren die Enten, der Frosch und die Schildkröte gerade wieder ins Wasser gesprungen, als Ryder und Zuma zurückkamen. Seht mal, der Ententeich ist wieder voll.
Wohin war das Wasser überhaupt verschwunden? In die Nachbarstadt. Hm, bestimmt hat Bürgermeister Besserwisser dahinter gesteckt. Allerdings. Hilfe! Wie es aussieht, hat er ein Problem. Freunde, sehen wir uns das an. Weder der Bürgermeister noch seine Kätzchen kamen vor oder zurück. Kätzchen, haltet durch! Euer Bürgermeister lässt euch nicht im Stich! Oh je! Ich muss irgendwie wieder hier raus! Aber der Schwimmreifen saß einfach zu eng. Herr Bürgermeister? Es wurde auch Zeit, dass ihr kommt. Rettet meine Kätzchen! Wir legen gleich los. Zuma, du bringst die Kätzchen mit deinem Rettungsring in Sicherheit. Es wird alles wieder gut. Wir holen euch da raus. Rettungsring! Der Rettungsring legte sich um die Kätzchen und zog sie so vorsichtig aus dem Abflussrohr, dass sie sanft auf den Rücken der Paw Patrol landeten. Ist doch wirklich mal was anderes, wenn Kätzchen vom Himmel fallen. Dankbar schmiegte sich eines der Kätzchen an Zuma. Oh, hab ich gern gemacht. Vergesst mal die Hunde. Was ist mit mir? Ich stecke auf der trockenen Wasserrutsche fest, weil mir irgendjemand mein Wasser geklaut hat. Ihr Wasser? Sie haben es den Enten weggenommen. Das tut mir ja leid, aber ich wollte die beste Wasserrutsche aller Zeiten haben. Und nun stecke ich fest und es ist heiß. Holt mich runter. Bitte. Kein Problem. Wir werden Ihnen helfen. Chase, bring deine Seilwinde rauf zum Bürgermeister. Saugnapfpfoten! Schnell kletterte Chase die Rutsche hinauf und der Bürgermeister griff nach dem Haken der Seilwinde. Und gut festhalten. Winde einziehen. Das Seil straffte sich und schon rutschte der Bürgermeister die trockene Rutsche hinunter. Danke. Gern geschehen, Herr Bürgermeister. Hilfe holen ist ganz leicht, ein Anruf reicht. Aber das nächste Mal lassen Sie das Wasser im Teich. Einverstanden, aber jetzt brauche ich ganz dringend Wasser. Oh. Eine kleine Pfütze war noch da. Und Bürgermeister Besserwisser kühlte erleichtert seine qualmende Badehose.